Der Ton macht die Musik. Das erste und das letzte, was wir hier hören heute Abend, wird ein Ton sein, ein musikalischer Ton. Vielen Dank, das war eine Bearbeitung von Massenet, eine Einstimmung für Sie, für uns. Ich habe die Ehre, dass ich Sie begrüßen darf, hier als Hausherr. Ich komme zu dieser Veranstaltung so ein wenig ja, wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin seit ein paar Wochen hier als Domprediger in Magdeburg angekommen und habe dann so die Termine gesehen, die hier so zu übernehmen sind. Und da war das biblische Wort, die Begrüßung vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Und eine Reihe, die mir gut gefällt. Die von der Freikirche veranstaltet wird vom Pastor Moll. Das fünfte Mal heute Abend. Ja, das fünfte Mal und eine Tradition geworden ist. Ich begrüße Sie alle in unterschiedlicher Funktion, doch mit gleicher Würde. Das erspart uns das Aufzählen und wir kommen auch schneller zum Thema. Schön, dass Sie da sind aus den verschiedenen Orten, aus den verschiedenen Ebenen. Dieser Domrämter ist ein wunderbarer Ort, an dem wir uns zusammentreffen. Ein paar Dinge zum Prozedere. Die Fragen nachher, die werden gesammelt dort an dem Mikrofon, wer gerne eine Frage stellen möchte. Und das ist auch eine schöne Tradition, die ich hier sehe, Bruder Moll. An den Liedtafeln steht nicht das Lied, das wir gemeinsam singen, sondern es ist eine Handynummer. Sie können auch gerne an diese Handynummer eine Frage per SMS schicken, die wir dann nachher mit aufnehmen, wenn wir Zeit haben, Fragen zu beantworten. Ja, man kann da auch nichts gewinnen. Der Gewinn liegt darin, dass wir dem Referenten heute zuhören dürfen. Herr Professor Lammert, Sie haben 4 Kinder. Sie werden an der Himmelstür durchgewunken. Wenn man mit ABC beginnt, man sagt am Anfang, so heißt es ja im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Dann kamen die Wörter. Dann kamen die Worthülsen, die viele Politiker von sich geben und dadurch die Frustration bei den Menschen nur noch bestärken oder fördern. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen einen Politiker der klaren Worte hier in diesem Domrämter begrüßen darf. Ich komme nur bis zum C, aber das B steht für die Bibel, für den Bundestag, für Biermann, der am 17. Mai auf Einladung der Domgemeinde hier seine Biografie vorstellen wird. Das C steht nicht allein für die CDU, weil da auch etliche Heretiker sich gerne verbergen. Das C steht auch für Charme. Und Herr Lammert, Sie haben einen unglaublichen Charme und Sie haben eine Möglichkeit in diesem Bundestag mit doch, sagen wir, sehr viel verhaltensoriginellen Menschen aus allen Parteien. So großartig und gekonnt umzugehen. Ich bin sehr gespannt, welche Texte Sie aus der Bibel für uns ausgesucht haben. Ich freue mich, dass wir hier eine Stunde haben, die wertvoller ist als 60 Minuten. Wir hören gleich nochmal ein Musikstück von Henri Wieniawski und dann darf ich Sie bitten, hier an dieses Pult zu treten.
Sehr geehrter Herr Dompfarrer, Frau Landtagspräsidentin, Herr Bischof Nowak, Herr Pastor Moll, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung, für die besonders liebenswürdige Begrüßung. Ich bekomme relativ viele Einladungen, von denen ich die meisten nicht wahrnehmen kann. Diese habe ich besonders gerne angenommen, auch deshalb, weil mich die Überlegung sehr überzeugt, mit einer Veranstaltungsreihe, die, wenn eben möglich, montagsabends jeweils stattfindet, an die Montagsdemonstrationen anzuknüpfen, die nicht nur hier, aber auch hier in Magdeburg stattgefunden haben, die nun schon wieder ein Vierteljahrhundert zurückliegen, und an die sich manche, die inzwischen erwachsen geworden und wahlberechtigt geworden sind, schon deswegen nicht erinnern können, weil sie sie selber gar nicht erlebt haben, was zu den vielen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten der Verhältnisse gehört, unter denen wir heute in Deutschland, einem vereinten Land mit demokratischen Verhältnissen, zusammenleben. Und diese kurze, aber prägende Zeit der Bürgerrechtsbewegung in der damaligen DDR gehört sicher zu den aufregendsten, erstaunlichsten und glücklichsten Zeiten der deutschen Geschichte, die ja viele andere, weniger erfreuliche, herausragende Ereignisse aufweist. Mich gäbe es in dieser Funktion ohne die damaligen Entwicklungen nachweislich auch nicht, denn ein gesamtdeutsches Parlament hat erst gewählt werden können, nachdem die erste und einzig frei gewählte Volkskammer der DDR damals den denkwürdigen Beschluss gefasst hat, dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beizutreten und damit den Weg für die Wiederherstellung der deutschen Einheit und gemeinsame Verfassungsinstitutionen freizumachen. Nun fühle ich mich, was Sie sicher verstehen werden, als Bundestagspräsident verfassungsrechtlich allen deutschen Ländern und ihren Hauptstädten in gleicher Weise verbunden. Jedenfalls sind sie mir alle lieb und teuer in dieser Reihenfolge. Aber unter allen bedeutenden deutschen Kathedralen steht mir jedenfalls kein anderer Dom näher als der Magdeburger Dom. Das mag Sie zunächst verblüffen, findet aber eine leichte Erklärung, weil es der Dom meines Namenspatrons, des heiligen Norbert, ist, der hier lange vor der Reformation Erzbischof war. Und sich wie manche andere auch weit vor der Reformation um schon damals überfällige Kirchenreformen bemühte. Erfolglos. Und da das heute Abend mein Thema ist, will ich das jetzt auch nicht weiter ausbreiten, von dem es jedenfalls heißt, dass es nicht der populärste Magdeburger Bischof war, weil er in seiner im Übrigen auch begrenzten Amtszeit von etwa 8 Jahren mit Nachdruck gegenüber Klerikern wie Laien auf der Einhaltung geltender Regeln bestand. Eine Aufgabe, die übrigens auch Parlamentspräsidenten meistens nicht populär macht, wenn sie sich darum bemühen und bemühen müssen. Ich habe mir für den heutigen Abend als die Bibelstelle, über die ich einige Betrachtungen anstellen will, die letzten 4 Verse
aus dem Matthäusevangelium ausgewählt. Und das hat nicht nur, aber auch etwas mit diesem Jahr zu tun, in dem wir eines der bedeutendsten Jubiläen nicht nur der Kirchengeschichte, sondern der deutschen Nationalgeschichte und der europäischen Kulturgeschichte begehen und besonders gute Gründe haben, darüber nachzudenken, was eigentlich Ursache und was Wirkung und Folgen der Reformation gewesen ist. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn es überhaupt so etwas wie einen missionarischen Auftrag der Kirche, einen missionarischen Auftrag der Christen gibt, dann ist er wohl kaum an irgendeiner anderen Stelle im Neuen Testament prägnanter formuliert als hier. Der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern, 11 von 12, immerhin. Matthäus berichtet, sie gehen, sie sehen, sie reden miteinander, sie zweifeln. Hier werden Menschen wie wir, so wie sie sind, mit einer Sendung beauftragt, die weit über sie selbst hinausweist. Taufen sollen sie und lehren und wissen. Für mich gibt es drei interessante Fragen in Verbindung mit diesem Text, mit dem ich mich und insofern auch Sie heute Abend gerne beschäftigen möchte, wobei ich der guten Ordnung halber darauf aufmerksam mache, dass diejenigen, die in der Zwischenzeit von dieser Handynummer Gebrauch machen, jedenfalls nicht vor Ende des Vortrages darauf eine Antwort bekommen, weil ich nicht die Absicht habe, zwischendurch auf Zurufe dieser Art zu reagieren. Die drei für mich relevanten Fragen im Zusammenhang mit dem gerade zitierten Bibeltext sind: Über welche Welt reden wir eigentlich, auf die sich dieser Auftrag bezieht? Und welche Kirche und welche Jünger sind hier eigentlich gemeint? Die Welt, in der wir heute leben, im 21. Jahrhundert, ist so groß wie nie zuvor und gleichzeitig so klein und so eng, wie sie niemals vorher war. Niemals haben auf diesem Globus so viele Menschen wie heute zusammengelebt. Niemals haben sie so eng aufeinander gehockt. Nie haben sie so viel voneinander gewusst wie heute und waren so schnell wie heute wechselseitig erreichbar. Jeder beliebige Ort auf der Welt ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten spätestens innerhalb 24 Stunden zu erreichen. Und was immer auf dieser Welt geschieht, wo auch immer sich was auch immer ereignet, die Kenntnis davon verbreitet sich
beinahe zeitgleich. In vielen Fällen zeitgleich. Während für den mit Abstand größeren Teil der Menschheitsgeschichte gilt, dass Ereignisse, Entwicklungen, Erfindungen, die irgendwo gemacht wurden, oft erst Jahre, manchmal Jahrzehnte, in einzelnen Fällen Jahrhunderte später anderswo wahrgenommen wurden, leben wir zum ersten Mal in einer so kleinen Welt, in der wir davon ausgehen müssen, dass das, was irgendwo geschieht, prinzipiell überall gleichzeitig wahrgenommen wird, mindestens wahrgenommen werden kann. Wir leben in einer Zeit des Internets, der mobilen Kommunikation, interkontinentaler Flugverbindungen und der Eroberung des Weltraums. Wenn man sich die Verhältnisse der Welt, in der wir heute leben, anschaulich machen will, dann hilft es vielleicht, sich vorzustellen, die 6 bis 7 Milliarden Menschen, ganz genau wissen wir das gar nicht, lebten tatsächlich in einem virtuellen globalen Dorf zusammen. Und wenn man sich mal vorstellte, ein solches Dorf von 100 Einwohnern sei genauso zusammengesetzt, wie die Weltbevölkerung heute zusammengesetzt ist, dann wären von den 100 Bewohnern dieses globalen Dorfes weniger als 10 Europäer. Etwa 60 wären Asiaten. Die anderen Amerikaner, Afrikaner, ein paar wenige Australier, Neuseeländer. Statistisch kaum erfassbar. Von den 100 Menschen in einem solchen globalen Dorf wären nicht mehr ganz 30 weiß, 70 hätten eine farbige Hautfarbe. Von diesen angenommenen 100 Bewohnern eines globalen Dorfs wären 25 Christen, 75 gehörten einer anderen oder keiner Religionsgemeinschaft an. Fast die Hälfte von diesen 100 Einwohnern wären Analphabeten oder hätten nur ganz geringe Kenntnisse, Fähigkeiten des Lesens und Schreibens. 70 von 100 hätten kein festes Dach über dem Kopf und oder kein gesichertes Einkommen. Viele davon wären unterernährt, mit zwischen 1 und 2 Dollar pro Tag für ihren Lebensunterhalt. Und viele 100 Millionen, vielleicht 2 Milliarden, die gegenwärtig auf der Welt leben, hätten noch nie in ihrem Leben telefoniert. Während einige Dutzend Millionen Menschen jeden Monat allein für ihre mobile Handykommunikation mehr Geld ausgeben, als 2 bis 3 Milliarden Menschen auf diesem Globus für ihren Lebensunterhalt überhaupt zur Verfügung haben. Das ist die Welt, in der wir leben. Und für diese Welt haben wir ganz offenkundig eine Verantwortung. Die hätten wir übrigens auch ohne die zitierte Bibelstelle und ohne Zugehörigkeit zu welcher Religionsgemeinschaft auch immer. Als Christen haben wir einen dezidierten Auftrag, mit dieser Schöpfung verantwortlich umzugehen. Wir haben eine Verantwortung für diese Schöpfung, für diese Welt, auf der wir leben, einschließlich derer, die noch gar nicht geboren sind und morgen auf diesem Globus arbeiten und leben sollen und wollen. Gemessen an diesem Anspruch sind wir nicht universell, sondern provinziell. Und die christlichen Kirchen auch. Wir handeln nicht im Wortsinn katholisch,
alles umfassend, sondern egozentrisch. Wir denken in der Regel nicht bis zum Ende der Welt, sondern bis zum Ende der eigenen Gemeinde, bis zum Ende des eigenen Kontos, bis zum Ende des eigenen Wahlkreises, bis zum Ende der jeweiligen Legislaturperiode. Was bedeutet die Welt von heute, so wie sie ist, für die Kirche oder die Kirchen von heute? Was für die großen aktuellen Herausforderungen unserer Zeit gehalten wird, muss ich Ihnen nicht vortragen. Davon sind alle Nachrichtensendungen voll, gedruckt und gesendet. Aber auch und gerade unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen innerhalb des eigenen Landes und in unserer näheren und weiteren Nachbarschaft sind allen vordergründigen Eindruck zum Trotz die wirklich großen Fragen im Kern religiöse Fragen. Die Fragen nach Leben und Tod, nach Gut und Böse, nach Schuld und Vergebung, nach Freiheit und Verantwortung, nach Frieden und Völkerverständigung. Diese wirklich großen Fragen der Menschheit sind weder allein von irgendeiner Religionsgemeinschaft, von irgendeiner Kirche zu beantworten, noch von Regierungen und Parlamenten. Aber soweit wir uns als Christen verstehen, dürfen wir uns vor dem Auftrag ja offenkundig nicht drücken, mit dem wir in diese Welt gestellt sind. Und da drängt sich die Frage auf, ob wir diesen Auftrag erstens begriffen haben und zweitens, wie wir damit eigentlich umgehen. Ganz sicher reicht das noch so gut gemeinte Zitieren von Glaubenswahrheiten allein nicht aus. Und wenn der gelegentlich turbulente Verlauf der Kirchengeschichte eine offenkundige Erfahrung transportiert, dann jedenfalls die, dass der christliche Glaube immer wieder neu vergegenwärtigt werden, auch immer wieder neu auf die sich verändernden Verhältnisse übersetzt werden muss, auch und gerade dann, wenn er im Kern natürlich derselbe bleibt und bleiben soll. Würde er aber nicht immer wieder neu übersetzt, bliebe er sicher folgenlos. Jedenfalls mit Blick auf die Verhältnisse, die damals weder die Jünger noch die Evangelisten und übrigens auch die allermeisten der bedeutenden Kirchenlehrer und Theologen im Laufe der Jahrhunderte gar nicht kennen konnten, geschweige denn mit passenden Antworten versehen konnten. Deswegen ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass die 2000-jährige Geschichte des Christentums auch eine Geschichte der Irrtümer ist, der Verfehlungen, der Verirrungen, der Spaltung. Und ich erwarte jedenfalls ausdrücklich von den christlichen Kirchen, dass sie schon gar in diesem Jahr, in dem wir an 500 Jahre Reformation, die Zeit davor und die 500 Jahre danach erinnern, sich mit der Frage beschäftigt, wie wir eigentlich den gemeinsamen Glauben in die Welt von heute tragen.
Es gibt in den Briefen von Martin Luther ein schönes Zitat, das ich in diesem Zusammenhang besonders gerne vortrage, weil sich die hiermit formulierte Mahnung leider keineswegs in der Zwischenzeit erledigt hat. Es heißt nicht, schreibt Martin Luther, eine römische, noch nürnbergische oder wittenbergische Kirche, sondern eine christliche Kirche, wohin denn alle gehören, die an Christus glauben. Was dann nur getauft ist und an Christus glaubt, gleich viel, er sei aus dem Morgenlande oder Abendlande, so hat keiner einen Vorteil vor dem anderen. Damit nimmt er einschlägige Mahnungen und dringliche Forderungen aus dem Evangelien der Apostelgeschichte, den Paulusbriefen, wieder auf. Insbesondere eine einschlägige Mahnung, die schon Paulus an die von ihm betreuten Gemeinden von Zeit zu Zeit gerichtet hat. Etwa im berühmten ersten Korintherbrief: Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch. Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich will Ihnen als engagierter, protestantisch veranlagter Katholik meine Freude darüber nicht vorenthalten, dass nicht erst in diesem Jahr, aber mit Blick auf dieses Jahr ganz offenkundig es eine neue Tonlage im Verhältnis der christlichen Konfessionen gibt, eine Fülle von gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen, erstaunliche Texte wechselseitigen Verständnisses und wechselseitiger selbstkritischer Aufarbeitung einer nicht immer gelungenen Vergangenheit. Aber ich kann Ihnen auch meine Enttäuschung nicht vorenthalten, dass ich über diese erfreulich neue Tonlage hinaus keine ernsthafte Anstrengung erkennen kann, die Spaltung überwinden zu wollen. Ich könnte dazu jetzt eine Reihe von Texten zitieren, die das erste dokumentieren, eine erfreuliche neue Form des Umgangs miteinander. Etwa in einem wunderbaren Text, den der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz und der Ratsvorsitzende der EKD vor einigen Monaten im Vorfeld der gemeinsamen Pilgerreise katholischer und evangelischer Kirchenführer ins Heilige Land miteinander verfasst haben. Der unter den beiden zentralen Überschriften steht. Im ersten bin ich jetzt in der Formulierung nicht ganz sicher. Vergangenheit überwinden oder aufarbeiten, Christus bezeugen. Gegen beides ist ganz gewiss nichts einzuwenden. Aber auffällig ist, dass die dritte Botschaft fehlt. Spaltung überwinden. Wir haben uns mit der entstandenen Spaltung längst gemütlich eingerichtet. Und auch wenn ich Paulus nie persönlich kennengelernt habe, habe ich eine ziemlich lebhafte Vorstellung, wie er sich zu dem Zustand heute äußern würde, wenn er Einladung zu Reformationsfeierlichkeiten bekäme. Ihr sollt eins sein. Wir sind's nicht. Und ein Ärgernis ist es schon deswegen und auch deswegen und deswegen ganz besonders,
weil es keine Glaubensunterschiede gibt, die die Aufrechterhaltung der Spaltung rechtfertigen. Es ist das Beharrungsbedürfnis von Institutionen. Davon verstehe ich übrigens was. Dafür brauche ich gar nicht semesterlang Theologie studiert zu haben, um zu wissen, dass alle Institutionen von der eingebauten Versuchung geplagt sind, sich selbst für wichtiger zu halten als den Zweck, um dessen wegen sie eigentlich gegründet wurden. Bleibt die dritte Frage. Wer ist eigentlich gemeint, wenn von den Jüngern die Rede ist und von ihrem Auftrag? Geht zu den Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. So heißt es im Matthäusevangelium. Lehret sie, tauft sie. Wenn Jesus hier seinen Jüngern sagt, ihr seid gesandt, dann richtet er sich im wörtlichen wie im übertragenen Sinne an seine Jünger, nicht an eine Bischofskonferenz, auch nicht an ein Kardinalskollegium, das es damals glücklicherweise noch nicht gab. Er richtet sich auch nicht an Kabinette oder an Parlamente, die es damals übrigens auch nicht gab. Schon gar nicht an Aufsichtsräte. Wenn Jesus ihr sagt, meint er uns. Uns alle. Die Kirche in der Welt von heute braucht kluge Hirten und eine aufgeklärte Herde, die sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst ist und von dieser Verantwortung auch Gebrauch macht. Das ganze Volk Gottes, gerufen und gesandt. Mit einer gemeinsamen Sendung bei unterschiedlichen Berufungen und Aufgaben. Gesalbt in der Taufe, gesandt in die Welt, gewählt in Ämter und Funktionen, gerufen zur Nachfolge Christi. Die von Jesus damals selbst ausgewählten und ausgesandten 12 Apostel waren übrigens keine Elitetruppe. Sie waren gerufen aus einfachen Verhältnissen. Sie waren weder mit goldenem Löffel auf die Welt gekommen, noch waren sie auf Rosen gebettet. Es waren auch keine intellektuellen Überflieger. Sie haben gehofft und gezweifelt, gekämpft und verloren. Sie sind gefallen und immer wieder aufgestanden. Sie waren überzeugt und haben andere überzeugt. Gerufen, gewählt, gesandt. Die Kirchengeschichte ist voll von überragenden Beispielen und zugleich ganz unterschiedlichen Beispielen dieser Sendung. Von Paulus angefangen, über Thomas Morus, über Jan Hus, Martin Luther, Maximilian Kolbe bis Dietrich Bonhoeffer. Keiner von ihnen hatte für seine Sendung eine Erfolgsgarantie. Sie sind ihrer Berufung gefolgt, den Herausforderungen nicht ausgewichen, im Scheitern gewachsen. Gerufen, gesandt, gezeichnet, gesegnet. Ich will Ihnen meine Lieblingsstelle in der Bibel nennen, die auf den ersten Blick mit diesem Sendeauftrag der Christen keinen unmittelbaren Zusammenhang hat. Aber ich denke, dass sich Ihnen dieser Zusammenhang ähnlich leicht erschließt, wie er sich mir geradezu aufdrängt.
Und diese meine Lieblingsstelle im Neuen Testament findet sich unmittelbar vor dem letzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, aus dem ich zu Beginn vorgetragen habe, wo es um Petrus geht. Im Hof des Hohenpriesters Kaiphas und wo sich im Vers 75 dieser langen Geschichte über die Vernehmung und Verhaftung Christi am Ende der ganz unscheinbare Satz findet: und er ging hinaus und weinte bitterlich. Es gibt sicher aufregendere Bemerkungen in der Bibel als diese Stelle. Unter theologischen Aspekten gibt es vermutlich auch wichtigere Stellen als diese. Aber es gibt für mich kaum eine zweite Szene, die so unauffällig und sogleich so offensichtlich das Missverhältnis beschreibt zwischen Ansprüchen auf der einen Seite und der Wirklichkeit menschlicher Existenz auf der anderen Seite. Wie dieser einfache, schlichte, nachgeschobene, jedenfalls nachgeschoben wirkende Satz des 26. Kapitels im Matthäusevangelium. Ich empfinde den immer wieder sowohl als Mahnung wie als Ermutigung. Die Bedeutung dieses Satzes ergibt sich, wie meistens, erst aus dem Kontext. Das Leben Jesu nähert sich seinem Ende. Von seinen Jüngern hat er sich verabschiedet. Sein Vermächtnis hat er formuliert. Zwischen Gethsemane und Golgatha verbleiben nur noch wenige Stunden. Gekennzeichnet von Verrat, Verzweiflung, Verhaftung, Verspottung, Verurteilung, Vollstreckung. Das Menschliche und das Göttliche ein und desselben Lebens kulminieren, bis es vollbracht ist. Keiner unter seinen engsten Jüngern hat Illusionen über den Ernst der Situation. Im verzweifelten Widerstand wird Petrus handgreiflich gegen die Polizeigewalt und gegen die staatliche Autorität. Mit seinem Schwert, so heißt es bei Johannes, schlägt er einem der Soldaten ein Ohr ab. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Auf niemanden richten sich jetzt größere Erwartungen als auf Petrus. Er gilt nicht als Lieblingsjünger Jesu, aber er ist vor allen anderen der Auserwählte, der Vertreter, der Fels, auf den Christus seine Kirche bauen will. Im Hof des Hohenpriesters Kaiphas ist Petrus zum ersten Mal in dieser herausgehobenen Rolle gefragt. Und er versagt. Er verleugnet seinen Herrn, bestreitet seine Zugehörigkeit zu seinen Anhängern und verbirgt seinen eigenen Führungsanspruch. Ich kenne den Menschen nicht. Petrus geht hinaus. Er verdrückt sich. Er entzieht sich seiner Verantwortung. Und dann wird ihm das ganze Elend, nicht nur der Situation, sondern auch seiner eigenen erbärmlichen Rolle bewusst. Er schämt sich zu Tränen und schämt sich seiner Tränen nicht. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Die Fortsetzung dieses kleinen Teils einer großen Geschichte findet sich in der Apostelgeschichte. Petrus findet
zu seiner Rolle und der Verantwortung, die er für die junge Kirche hat. Das Scheitern vor der Aufgabe ist weder das erste noch das letzte Wort. Und schließlich bestätigt Petrus mit seinem eigenen Leben den wohl schönsten Satz, den die Heilige Schrift über das Verhältnis zwischen dem Menschen und ihrem Schöpfer überliefert hat. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Und die göttliche Antwort auf dieses leise Bekenntnis des Menschen findet sich in dem letzten Satz des Matthäusevangeliums, den ich zu Beginn vorgetragen habe. Seid gewiss, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Das war meditative Musik zum Überdenken des Gesagten von Johann Svensson aus dem Romanze Opus 26, dargeboten von Daniela Gebauer an der Violine und am Piano Christoph Neuhaus. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen. Das war jetzt wohltuend, dass man die Worte dann noch hat sacken lassen. Es ist ein Fehler passiert mit den Zahlen. Die haben mir einen Zahlendreher geschickt. Die Nummer stimmt nicht. Wenn sie jemand benutzt hat, muss er sie nochmal neu schicken, aber ich vermute mal, es wird sich in Grenzen halten. Die Vorwahl stimmt nicht. Die Vorwahl ist 0152. Sonst ist alles so, wie es steht. Aber wir wollen einen Moment nutzen, bitte nicht. Die Versuchung ist immer groß, jetzt sagen,
Ich habe über Matthäus 28 auch schon oft gepredigt und würde gerne meine Auslegung geben, sondern wir wollen eine Möglichkeit einrichten, Fragen zu stellen. Fragen an Norbert Lammert über das Gehörte, Verständnisfragen, Fragen zur großen Welt, dem globalen Dorf. Wir sammeln ein wenig, ist das recht, Herr Lammert? Und dann wäre es schön, wenn Sie antworten. Die erste Frage ist immer die schwierigste, deshalb laden wir herzlich ein, mit der zweiten Frage zu beginnen. Hier getreu der Kirchentage, Anwälte des Publikums. Hier ist ein Mikrofon. Wer möchte gerne etwas fragen oder sagen? Oder schicken. Oder schicken. Oh. Manfred Fieck vom Gemeindekirchenrat, bitteschön. Erst. Herr Bundestagspräsident, ich möchte Ihnen zunächst erstmal herzlich danken, besonders für Ihre eindrucksvolle Rede heute Abend und Ihre Rede am 12. Februar im Bundestag anlässlich der Bundestagswahl. Meine Frage ist, Sie leben aus christlicher Verantwortung viele Jahrzehnte im politischen Geschäft. Wie ist Ihnen die christliche Verantwortung vielleicht an Beispielen besonders gelungen? Und wo würden Sie uns vielleicht teilhaben lassen, wo Sie selbstkritisch sagen, da ist mir das nicht gelungen? Herr Lammert, meine Frage ist eigentlich ganz einfach. Wie würden Sie denn vorschlagen, dass die beiden Kirchen schnellstens zusammenrücken? Mit welchen Vorgängen oder Maßnahmen? Aus Ihrer Sicht? Vielleicht sammeln wir noch zwei weitere Fragen dazu. Ich würde diese Frage natürlich gerne ergänzen, wenn wir die Freikirchen noch mit dazu nehmen. Ich habe Ihren Schmerz vernommen über der Uneinigkeit zwischen den Kirchen, den ich uneingeschränkt teile. Ich habe nun den Eindruck, dass gerade in Bezug auf die römische Kirche das Problem nicht ist, dass die Institution um ihrer selbst willen bestehen bleiben möchte, sondern dass die Form im Prinzip zum Inhalt so dazugehört, dass man das nicht einfach aufspalten kann. Würden Sie diesen Eindruck teilen oder, ja genau, wo müsste man dort ansetzen? Gibt es da vielleicht, oder wer müsste da mehr auf den anderen zukommen? Also die erste Frage, fürchte ich, kann ich schon nicht beantworten. Jedenfalls nicht so, wie sie gestellt war. Mir fällt weder ein Thema oder ein Vorgang ein, von dem ich selber den Eindruck habe, da sei mir die Wahrnehmung christlicher Verantwortung bei der Ausübung des Mandats besonders gelungen. Noch umgekehrt ein Beispiel, wo ich unter diesem Gesichtspunkt jetzt spontan sagen würde, das war ganz offenkundig besonders deutlich daneben. Aber ich kann Ihnen eines sicher sagen, sicher nicht nur für die Politik, aber für die Politik eher noch mehr als für viele andere Tätigkeiten und Gesellschaftsbereiche gilt, dass sie ohne verlässliche Orientierungen beliebig wird, willkürlich. Und dass deswegen nach meiner Erfahrung sicher nicht die einzige Voraussetzung, aber eine ganz wichtige Voraussetzung für die Übernahme von Ämtern
das Vorhandensein einer Orientierung ist, die nicht notwendigerweise aus Glaubensüberzeugung kommen muss. Die kann ja möglicherweise auch woanders herkommen, aber die jedenfalls so eine Art von Gerüst darstellt, mit dem man sich dann auf wechselnden Baustellen einigermaßen sicher bewegen kann. Und wenn ich mal die jetzt etwa 40 Jahre Revue passieren lasse, in denen ich vom kommunalen Bereich angefangen, dann bis zur Bundesebene ganz unterschiedliche Aufgaben und Ämter wahrgenommen habe, dann habe ich jedenfalls den Eindruck, dass in den letzten 10, 15 Jahren politisch relevante Fragen mit hoher ethischer Relevanz eher zugenommen haben. Also es gibt ja häufig den umgekehrten Eindruck, wir lebten in einer säkularen Welt und alles sei mehr oder weniger unter Nützlichkeitsaspekten abzuwägen. Mit welcher Art von Maßnahme erreicht man am effizientesten diese oder jene Art von gesetzter Vorgabe? Mein Eindruck ist, dass sich in den letzten Jahren die ethische Dimension relevanter politischer Fragen deutlich vermehrt und vergrößert hat. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir in den letzten 20 Jahren einen Fortschritt der Wissenschaft und der Medizin erlebt haben, die uns in die Lage versetzen, sowohl den Beginn menschlichen Lebens wie das Ende menschlichen Lebens in einer Weise zu beeinflussen, die sich die Menschheit über Jahrtausende nicht mal hat vorstellen können. Wir können heute menschliches Leben zustande kommen lassen mit medizinisch-technischen Hilfestellungen, die es bis vor einer Generation gar nicht gab. Und wir haben heute Möglichkeiten der Verlängerung menschlichen Lebens, die es bis vor wenigen Jahren nicht gab. Und was immer man dazu jetzt im Einzelnen auch denken mag, dass dies jedenfalls nicht nur eine technische Frage ist, sondern eine fundamentale ethische Frage. Darüber wird es keinen wirklichen Widerspruch geben. Denn auch in einer Gesellschaft, die inzwischen ja so verfasst ist, wie sie verfasst ist, mit etwa 2/3 von in Deutschland lebenden Menschen, die sich einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, davon die meisten einer christlichen Konfession und etwa 1/3, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, selbst in einer längst auf diese Weise sehr pluralistisch gewordenen Gesellschaft, sagen mehr als 9 von 10 Befragten, dass wir nicht alles, was wir technisch können, auch erlauben sollten. Wenn das aber eine prinzipielle Einsicht ist, ist ja übrigens auch wieder eine ethische Position und keine technische, dann wird die Frage besonders drängend, ja, aber was ist der Maßstab des Erlaubten und des Verbotenen? Und da empfinde ich für mich dieses Gerüst religiöser Glaubensüberzeugungen außerordentlich hilfreich. Es macht übrigens das Geschäft nicht einfacher, um da nicht missverstanden zu werden. Es macht es gelegentlich noch komplizierter. Aber ich würde darauf weder verzichten wollen, noch darauf verzichten können. Und wer von Ihnen mal in den letzten Jahren Bundestagsdebatten über Sterbehilfe oder über Präimplantationsdiagnostik verfolgt hat, der muss gehört haben, wie sehr eben auch in einem Parlament dann bei solchen Fragen auf einmal Orientierungen eine Rolle spielen, die in der üblichen Wettbewerbssituation von konkurrierenden politischen Parteien keine oder nur eine nachrangige Rolle spielen. Bitte nochmal um Nachsicht, dass das die Frage mit dem Gelingen und dem Misslingen nicht so richtig abschließend beantwortet. Und es wird Sie auch nicht trösten, wenn ich jetzt sage, so richtig rundum gelingt uns ja eigentlich fast nichts.
Na, wenn man mit sich mal selbstkritisch umgeht, es sind immer so vorläufig abschließende Ergebnisse, bei denen immer irgendwo ein Rest Zweifel, ein ungelöster Punkt, eine ungewollte Nebenwirkung bleibt, wo einem dann im Übrigen auch gelegentlich wiederum dieses Gerüst weiterhilft. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich bin bei euch. Also ohne diese Überzeugung ist die Versuchung, in Depressionen zu fallen, bei manchen der Probleme, die erkennbar nicht gelöst werden können, ganz sicher ausgeprägter. Kircheneinheit, wie macht man das? Also selbst wenn ich das genau wüsste, sollte ich es besser nicht sagen. Weil es den Verdacht, dem ich mich ohnehin gelegentlich ausgesetzt habe, nun wollte ich außer dem Mandat, das ich habe, auch noch Mandate wahrnehmen, die ich nachweislich nicht habe, weiter stabilisieren würde. Deswegen beantworte ich die Frage jetzt auch wieder etwas andersherum. Mir fällt auf, dass es im Zusammenhang mit dieser neuen Tonlage, mit der neuen Umgangsform zwischen den Konfessionen, einen Begriff gibt, der sich gewissermaßen durchsetzt und offenkundig das Klassenziel formuliert, auf das man sich gemeinsam einigen kann und will. Versöhnte Verschiedenheit. So, nun gebe ich gerne zu, das halte ich für ein edles Ziel und allemal besser als unversöhnte Einheit. Aber ich empfinde das mit Blick auf die bestehende Spaltung als eine elegante Kapitulationserklärung. Mehr trauen wir uns nicht zu. Mehr wollen wir vielleicht auch gar nicht. Wir wollen in den Hütten weiterbleiben, in denen wir uns häuslich eingerichtet haben, aber wir gehen in Zukunft besser miteinander um als in der Vergangenheit. Nochmal sicher besser als das, was wir uns in manchen Jahrzehnten und Jahrhunderten vorher erlaubt haben. Aber sub specie aeternitatis reicht's nicht. Es reicht wirklich nicht. Und ich finde es schon gar nicht ehrgeizig. So, dass die Lösung sicher nicht darin bestehen kann, dass vermeintlich Verirrte sich unter vertraute alte Dächer wieder einfinden, will ich jetzt nur, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, gleich hinzusagen. Und der richtige Einwand mit Ihrem Zwischenruf und was ist mit den Freikirchen, macht deutlich, dass das Ziel Wiederherstellung der Einheit natürlich alles andere als simpel ist und wenn man es denn ernsthaft will, auch vermutlich nicht in einem Anlauf gelingt. Aber auch da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das eine willkommene Ausrede ist, dass auch diejenigen, die sich eigentlich mühelos einigen könnten, es lieber nicht tun und dafür eine famose Begründung haben. Alle machen ja eh nicht mit. Das kann für diejenigen, die mitmachen könnten, keine hinreichende Ausrede sein. Jedenfalls nach meinem Verständnis. So. Und was jetzt die römische Kirche und ihre Liebe zu Formen und Inhalten angeht, das lässt sich schwerlich bestreiten, dass Formen und Traditionen und Liturgien in der römischen Kirche sicher eine größere Rolle spielen als in den protestantischen Kirchen. Aber für die römische Kirche gilt, wie für jede Kirche, übrigens nicht nur für jede Kirche, sondern für jede Institution, die ernst genommen werden will, dass die Formen ein adäquater Ausdruck der Inhalte sein sollen und sein müssen. Und weder einen gleichrangigen und schon gar nicht einen vorrangigen Anspruch gegenüber den Inhalten haben dürfen. Und wo immer man den begründeten Eindruck hat, es sei aber so, muss man dagegen reden, was ich hiermit getan habe. So. Vielen Dank.
Ja, tragen Sie die am besten vor. Ja. Was sollen wir denn als Gemeinde, Gesandte Jesu in die Welt hineinrufen? Sagen Sie mal, sonst okay. Weiß ja keiner, was da gefragt worden ist. Ja. Okay. Eine SMS, ja? Dann sagen Sie mal, was auf der SMS steht. Ich lese einfach mal vor die Fragen, die bis jetzt eingegangen sind. Die erste Frage war, wie können wir den Missionsauftrag praktisch leben? Die zweite Frage war, was sollen wir als Gesandte Jesu in die Welt hineinrufen? Und die dritte Frage, was heißt denn nun, mache zu Jüngern alle Völkern? Einfach wollen Sie es mir heute Abend natürlich offenkundig nicht machen. Wenn wir schon mal einen Professor da haben. Ja, ja. Also für all das, was ich jetzt gefragt werde und all das, was ich darauf antworte, wenn mir überhaupt was einfällt, gilt, ich sage Ihnen jetzt meinen persönlichen Eindruck, meine persönliche Meinung, und ich beanspruche nicht, dass das die einzig richtige oder die verbindliche Auskunft für wen auch immer sonst sei, außer wenn überhaupt für mich. Die dritte Frage habe ich eigentlich, soweit ich es überhaupt konnte, vorhin versucht, in meinem Einführungsvortrag zu beantworten. Wie ist eigentlich dieser Missionsauftrag gemeint und an wen richtet er sich? Und dass er im Übrigen nicht ein für alle Mal gestellt und damit auch ein für alle Mal beantwortet ist, ergibt sich aus dem unübersehbaren Umstand, dass wir heute in einer völlig anderen Welt leben, als in der dieser Auftrag formuliert wurde. Und wenn er überhaupt Relevanz hat, muss er für die Jetztzeit neu formuliert und neu beantwortet werden. Übrigens einschließlich des Streits, der sich daraus ergibt. Denn es ist ja nicht so, als wenn es für die kleinen wie die großen Herausforderungen unserer Welt die richtigen und viele falsche Lösungen gäbe. Sondern für fast alle komplexen Fragen gilt, dass es die rundum richtige Lösung nicht gibt. Von Mark Twain, der zugegebenermaßen kein Theologe war, der mal bei diesem Zusammenhang einfällt, stammt der schöne Satz: Auf jede komplexe Frage gibt es eine einfache Antwort. Und die ist falsch. Wenn Sie das mal gewissermaßen in die nächsten Wochen mitnehmen, übrigens auch in die Wahlkämpfe, ersetzt das zwar nicht religiöse Überzeugung, aber ist schon ein ganz taugliches Gerüst für die Beurteilung der Kompetenz von Kandidaten für öffentliche Ämter. Wer genau weiß, wie es ganz sicher geht, dem sollten Sie besonders misstrauen. Und ich will Ihnen jetzt mal, weil da die Verbindung auch zwischen den drei Fragen liegt, anekdotisch, aber an einem nicht erfundenen, sondern konkreten Beispiel dieses Suchen nach einer angemessenen Lösung schildern. Als wir vor ein paar Jahren in einem dieser Gesetzgebungsvorhaben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Präimplantationsdiagnostik war oder Stammzellforschung, bekam ich wie andere Abgeordnete auch einen Brief von meinem Bischof, der mich auf die ethische Relevanz dieser Frage hinwies. Darauf wäre ich sonst nicht gekommen. Und das auch mit einem konkreten Vorschlag versah, wie man dieses Thema unter Wahrung von Glaubensüberzeugungen einzig richtig lösen könne. Und als mich dieser Brief erreichte, hatten wir, weiß ich nicht, 6 Monate eines intensiven Diskussionsprozesses hinter mir, bei dem ich an mir festgestellt habe, dass ich am Beginn der Debatte ziemlich genau wusste, was die richtige Lösung war. Und am Ende nicht mehr. Und wo ich zu den damals 4
vorliegenden konkurrierenden Gesetzentwürfen, die alle übrigens nicht von der Regierung oder von einer Fraktion eingebracht waren, sondern von überfraktionellen Gruppen, wo ich jeden dieser vier Anträge hätte begründen können. Nicht jeden vielleicht mit der gleichen subjektiven Überzeugung, aber für jeden gab es plausible Gründe. Und mir ist die Entscheidung außerordentlich schwer gefallen, weil ich von dem, was ich noch für am ehesten richtig hielt, aber auch nicht so restlos überzeugt war, schon gar nicht die Frage, ob das, was ich mir von einer Regelung erhoffe, am Ende auch genauso kommt oder ob es nicht ganz andere oder damit verbundene Nebenwirkungen haben könnte, die ich aber eigentlich gar nicht wollen konnte. Und dann habe ich mich am Ende tatsächlich so entschieden, wie es mein Bischof mir empfohlen hatte. Worauf ich von ihm prompt ein Dankschreiben bekam und ich ihm dann geschrieben habe, ich hätte seinen Brief mit Interesse gelesen, ich könnte ihm allerdings oder wollte ihm allerdings nicht vorenthalten, dass ich mich nicht wegen, sondern trotz seiner Empfehlung so entschieden hätte. Ich will damit nur sagen, auch und dann, gerade dann, wenn man ein bestimmtes Grundmuster von Überzeugungen für die Beantwortung solcher Fragen mitbringt oder mobilisiert, ergeben sich daraus keineswegs automatisch ganz bestimmte Antworten, sondern möglicherweise ganz unterschiedliche. Mein langjähriger Kollege und guter Freund Peter Hinze, der vor ein paar Monaten ja viel zu früh verstorben ist, ordinierter evangelischer Pastor, hat in manchen dieser Fragen eine dezidierte Minderheitsposition vertreten und auch bis zum Ende durchgehalten, unabhängig von der Frage, ob das seiner Kirchenleitung oder der Fraktionsführung besonders einleuchtet. Und dafür habe ich immer großen, großen Respekt gehabt. Was sollen wir in die Welt hineinrufen und wie können wir unseren Missionsauftrag praktisch leben? Ja, die Frage stellt sich immer in konkreten Zusammenhängen und nie allgemein. Ich mache es jetzt mal an einer der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit deutlich. Und dann wird wieder unübersehbar, dass es die einfachen Lösungen nicht gibt und schon gar nicht die runden, die nach jeder Seite aufgehen. Wie gehen wir mit Migration im Allgemeinen und Flüchtlingen im Besonderen um? Schönes Thema. Sehr handfest, sehr praktisch, sehr konkret und gleichzeitig ganz offenkundig von hoher ethischer Relevanz. Wenn ich das alleine aus der Perspektive der Evangelien lese, finde ich jedenfalls keine Obergrenzen. Fängt schon an. Allerdings haben sich die Evangelisten mit den genauen Entwicklungen, mit denen wir heute zu tun haben, auch nie befassen müssen. Und schon gar nicht hatten sie das vergleichsweise luxuriöse Problem, für das, was sie für richtig hielten, Mehrheiten zu brauchen. Was die Sache ja erkennbar nicht vereinfacht. Es reicht ja nicht, Recht zu haben. Man muss auch eine Mehrheit dafür gewinnen, um das überhaupt tun zu können, was man für eher richtig hält. So, jetzt will ich mal nur auf drei Dimensionen ein und desselben Themas aufmerksam machen. Die eine Dimension des Themas ist, dass wir uns selbst in unserer Verfassung verpflichtet haben, politisch Verfolgten Schutz zu gewähren. Und es ist unstreitig, dass unter politisch Verfolgten nicht nur Leute gemeint sind, die eine andere politische Auffassung haben als die Regierung ihres jeweiligen Landes, sondern die aus politischen, religiösen, rassischen Gründen verfolgt werden und deswegen nicht bleiben können, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Da steht übrigens auch in unserer Verfassung keine Obergrenze.
Wir sagen nicht, politisch Verfolgte genießen bei uns Asyl, es sei denn, es werden mehr als so und so viele gleichzeitig. Steht da nicht. Trotzdem wird man vernünftigerweise weder übersehen noch beschreiten können, dass es irgendwo Größenordnungen gibt oder geben könnte, bei denen selbst der beste Wille ausgehebelt wäre, weil das, was man nicht kann, auch nicht erwartet werden darf. Die offene Frage ist wiederum, wo ist diese Grenze? Und wer definiert sie? Zweite Frage ist wieder relativ einfach, aber da stoßen wir dann wieder an das Problem der Mehrheitsfähigkeit. Da es für die Frage keine absolute Wahrheit gibt, muss sich eine Gesellschaft darauf verständigen, was sie will, und das entscheidet sie durch Wahlen. Hilfsweise durch Volksabstimmung, die ich für dieses Thema noch weniger empfehle als für andere spannende Fragen und Aufgaben. Wenn man der Meinung ist, und dafür spricht vieles, dass wir, wenn schon diejenigen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie verfolgt werden, bei uns aufnehmen soll und will, und zwar ohne zahlenmäßige Festlegung, wir aber ganz sicher nicht alle diejenigen aufnehmen können, die aus subjektiv verständlichen Gründen lieber hier als in ihren Herkunftsländern eine eigene Zukunft suchen, dann stellt sich wiederum die Frage, ja, und wie kann man das sicherstellen? Kann man das dadurch sicherstellen, dass man sagt, wir physisch oder faktisch mauern uns ein, zäunen uns ein. Wir hindern andere am Betreten unseres Territoriums. Diesen Teil der deutschen Debatte finde ich deswegen besonders erstaunlich, weil wenn es ein Land gibt, in dem der Nachweis geführt worden ist, dass dem Veränderungswillen von Menschen am Ende auch Mauern nicht im Weg stehen und Zäune nicht im Weg stehen, selbst dann nicht, wenn man sie mit Schießbefehl ausstattet, sind wir das. So, also scheidet doch eigentlich diese Variante aus prinzipiellen und aus praktischen Gründen aus. Dann bleibt aber doch nur noch, dass ich den Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob sie besser als in Mali oder Südsudan oder Syrien oder Irak in Deutschland eine Zukunft suche, die plausible Aussicht vermittle, dass sie auch da, wo sie leben, eine Zukunftsperspektive haben könnten. So, reicht das, wenn wir das sagen? Sicher nicht. Also müssen wir was tun. So, dann wird es aber wieder ungemütlich. Dann müssen wir bereit sein, einen Teil dessen, was wir erwirtschaften, in diesen Ländern zur Verfügung zu stellen, um das Gefälle nicht nur an Einkommen und Vermögen, sondern an Lebenschancen jedenfalls kleiner zu machen, dass insbesondere mobilen, jungen, gesunden Menschen das Bedürfnis nimmt, sich unter welchen abenteuerlichen Bedingungen auch immer auf den Weg zu machen, um hier die eigene Zukunft zu suchen. Und was mir immer wieder auffällt, nicht nur in Wahlkämpfen, aber eben auch in Wahlkämpfen, ist, dass häufig genau die gleichen Leute, die hier die Grenzen bereits für erreicht erklären, sich gleichzeitig weigern, substanzielle Hilfe in diesen Ländern zu leisten. Aber eins von beiden wird man notwendigerweise tun müssen. Und jetzt sage ich Ihnen ein drittes hochkompliziertes Thema. Was machen wir, wenn, was leider ja immer noch Realität ist und nicht nur Geschichte,
aus rassischen oder religiösen oder ethnischen Gründen sich ganze Bevölkerungsgruppen wechselseitig abschlachten. Variante 1, wir erklären, das ist hochbedauerlich, haben aber glücklicherweise nichts damit zu tun. Variante 2, das ist nicht hinnehmbar. Und wir müssen was tun, damit das unterbleibt oder gestoppt wird. Wenn man zu der zweiten Auffassung neigt, hat diese Einsicht wiederum Folgen. Variante 1, wir senden wöchentlich Petitionen und gut formulierte Appelle in die jeweiligen Regionen. Beruhigt möglicherweise das eigene Gewissen, man hat scheinbar was gemacht, kann aber eigentlich verlässlich davon ausgehen, dass es nichts ändert. Variante 2, wir greifen ein, dann wird es noch ungemütlicher. Wie? Mit eigenen Truppen? Oder mit eigenen Waffen? Keine der denkbaren Lösungen geht nahtlos auf. Oder um von daher die vorhin zurückgestellte oder nicht beantwortete Frage aufzugreifen, aus christlicher Verantwortung kann da eine Antwort gar nicht gelingen. Sie misslingt immer auf die eine oder andere Weise. Aber das nach meinem Verständnis am wenigsten vertretbare Verhalten ist die Frage nicht zuzulassen und zu sagen, habe ich nichts mit zu tun. Ich erinnere mich lebhaft an Debatten in der eigenen Fraktion vor ein paar Jahren, als dieser ja jetzt schon im sechsten Jahr befindliche, unglaubliche Bürgerkrieg in Syrien mit der systematischen, angekündigten, täglichen Ermordung nicht nur, aber insbesondere von Jesiden verbunden war. Und wo dann Kolleginnen und Kollegen in die betroffenen Regionen gereist sind, um sich einen eigenen Eindruck von der Lage, auch von möglichen eigenen Möglichkeiten zu verschaffen, und die zurückgekommen sind und gesagt, wir haben mit den jeweils betroffenen Gruppierungen gesprochen und die regelmäßige Auskunft von denen war, wir erwarten nicht, dass ihr deutsche Soldaten hier hinschickt, um dieses Gemetzel unter Einsatz des eigenen Lebens zu stoppen. Aber wir erwarten schon, dass ihr uns mindestens die Mittel in die Hand gibt, mit denen wir uns selbst verteidigen können. So, und dann sagen Sie mal, nö, Waffenhandel ist unmoralisch. Punkt, Ende der Durchsage. Ja, die Verweigerung kann es auch sein. Und deswegen, man kann das Thema eigentlich von beliebigen Seiten betrachten und man wird immer wieder feststellen, je ernsthafter ein Thema ist, desto geringer ist die Aussicht, eine rundum befriedigende Lösung zu finden. Aber mein Verständnis der Verantwortung des Christen in der Welt von heute ist, die am wenigsten erlaubte Position ist die zu sagen, weil es so kompliziert ist, geht es mich auch nichts an. Wir müssen uns dazu verhalten. Wir wollen einen dritten Fragekomplex noch ermöglichen und dann den Abend beenden. Ein dritter Komplex, also nochmal so 3, 4 Fragen. Einer steht schon hinter mir. Bitte schön. Ja, guten Abend, Herr Lammert. Matthias Stuwe, 47 Jahre jung, stark verschnupft, was mit Sicherheit am Wetter nicht an Ihrer heutigen Rede liegt. Ich habe eine Frage zum Thema Beliebigkeit. Es klang auch bei einem meiner Vorfragesteller schon an, Beliebigkeit. Ich nehme einen anderen Begriff, Toleranz. Dieser Begriff ist ja in der heutigen Zeit vergiftet und kann gar nicht mehr formuliert werden, ohne dass es zu Schwierigkeiten kommt. Ich verstehe Toleranz als Duldung des Standpunktes des anderen, ohne gleich zu den Waffen zu greifen. Nun zu meinen Fragen. Jesus Christus formulierte einen ziemlich absoluten Anspruch, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Vor diesem Hintergrund ist meine Frage einmal, wir haben ja heute über die Spaltung der Kirche gesprochen, wir haben aber einen dritten Themenbereich, nämlich viele Menschen muslimischen Glaubens, die zu uns kommen. Und da wäre meine Frage, wie können Christen in Gesellschaft und Politik ihren Standpunkt in Liebe deutlich machen, aber ohne auszugrenzen? Wie kann das gelingen, dass wir den christlichen Glauben eben vermitteln, ohne im vorauseilenden Gehorsam alle Wertepositionen, die wir ja, die im Laufe der Jahrhunderte auch das christliche Abendland ausgemacht haben, aufzugeben? So möchte ich das mal provokativ formulieren. Und der zweite Aspekt ist die Rolle von Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Mein Verständnis davon ist die, dass die Bibel Mann und Frau als gleichwertig beschreibt, aber auch als unterschiedlich. Und ich bin absoluter politischer Laie, aber ich habe, glaube ich, verstanden, dass Gender Mainstreaming eine Querschnittsaufgabe der Bundesregierung ist. Für mich ist das ein Thema, mit dem ich ziemlich zu kämpfen habe, weil ich behaupte einfach mal, dass junge Menschen in einer wichtigen Lebensphase, nämlich auch der sexuellen Orientierung in der Pubertät, durch die Inhalte, die auch in der Bildung vermittelt werden, hier verwirrt werden. Frage auch dazu, wie gehen Christen in Politik und Sie ganz persönlich mit diesem sicher schwierigen Thema um? Vielen Dank. Das sollte aber nicht die letzte Frage sein. Vielleicht haben wir noch eine Frage oder zwei Fragen. Also, den Themenkomplex, den jetzt gerade der letzte Fragesteller aufgemacht hat, will ich mal von hinten nach vorne versuchen zu beantworten. Ich habe persönlich auch gelegentlich den Eindruck, dass das, was unter dieser Überschrift Gender Mainstreaming stattfindet, freundlich formuliert, der Versuch der Wiedergutmachung für ein vernachlässigtes Problem über Jahrzehnte ist, aber wie oft in solchen Fällen dem Risiko unterliegt, die eine Übertreibung durch die nächste ersetzen zu wollen. Im Übrigen wäre dem Anliegen schon wesentlich geholfen, wenn ihre heftigsten Protagonisten sich entschließen könnten, dafür einen deutschen Begriff zu finden, unter dem sich auch jeder was Zutreffendes vorstellen kann. Aber mit einer entsprechenden Zwischenbemerkung bei einer einschlägigen Bundestagsdebatte habe ich schon mal helle Empörung erzeugt. Sie sehen, ich bin insofern Wiederholungstäter. Und bitte um Nachsicht, dass ich das deswegen jetzt auch nicht weiter vertiefen will. Aber die Gleichberechtigung von Mann und Frau gehört zu den nicht debattierfähigen Selbstfestlegungen unserer Verfassung. Nochmal, man muss ja gelegentlich unterscheiden zwischen dem, was man selbst für richtig oder falsch hält oder für eher richtig oder eher falsch und solchen Festlegungen, die eine Gesellschaft für sich selbst trifft. Und die wir im Grundgesetz, insbesondere in dem Grundrechtsteil, in den ersten 20 Artikeln unserer Verfassung, getroffen haben. So, und da gehört das zu den ganz unumstößlichen Festlegungen, auf die wir uns miteinander verständigt haben und die insofern auch eine verbindliche Vorgabe jedenfalls für staatliches und in Grenzen auch für gesellschaftliches, privates Handeln sein müssen. Was das Thema Beliebigkeit und Toleranz angeht, will ich mit dem Hinweis beginnen, dass es nach meinem Verständnis nicht dasselbe ist. Beliebigkeit ist eine Art von Wurstigkeit. Mir ist dies recht, mir ist jenes auch recht. Es ist genau das, was ich vorhin versucht habe, als unzulässig, schon gar mit christlicher Verantwortung nicht vereinbar, zurückzuweisen. Ich mische mich am liebsten nicht ein, ich beziehe da keine Position. Die einen mögen so machen, die anderen anders. Mir ist alles gleich recht. Das ist nicht Toleranz. Toleranz ist ein aktiver, bewusster Umgang mit Unterschieden. Ist auch mehr als Duldung.
Duldung im Sinne von, na gut, ich nehme zur Kenntnis, dass ich es eh nicht ändern kann und gehe damit nicht aggressiv um. Das würde meinem Toleranzverständnis noch nicht genügen. Toleranz nach einem anspruchsvolleren Verständnis muss eigentlich bedeuten, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es Unterschiede gibt, sondern diese Unterschiede auch möglich sein zu lassen. Dann wird es schon anspruchsvoller. Nicht nur für Gesetzgeber, aber auch für Gesetzgeber und schon gar auch im zwischenmenschlichen Umgang mit unterschiedlichen Temperamenten zu leben, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen zu leben. Manchmal beginnt der Lernprozess da ja in der eigenen Familie, manchmal beginnt er im Freundeskreis, manchmal beginnt er nie, weil es die Toleranz nicht gibt als gelebte Haltung, nach der hier gerade gefragt worden ist. Den besonderen Aspekt Umgang mit Muslimen will ich mit einem kurzen historischen Rückgriff aufgreifen. In diesem Reformationsjubiläumsjahr entdecken wir ja aus guten Gründen Martin Luther und seine Schriften neu und heben uns manches wieder ins Bewusstsein, was ganz ohne Zweifel nachhaltige Wirkungen hatte, weit über die Kirchen hinaus. Aber nicht immer wird uns dabei klar, dass das, was man begrifflich völlig zutreffend Martin Luther zuschreibt, nämlich nicht nur die Entdeckung, sondern die Proklamierung der Freiheit des Christenmenschen, mit unserem modernen Verständnis von Freiheitsrechten relativ wenig zu tun hatte. Glaubensfreiheit beispielsweise, als Freiheit, sich zu einem Glauben zu bekennen oder auch nicht, oder auch einen Glauben zu wechseln, war für Luther schlicht jenseits seines Vorstellungsvermögens. Mit anderen Worten, wir haben in den letzten, bleiben wir mal jetzt bei diesem Zeitraum 500 Jahren, erstaunliche Entwicklungen in unserem Verständnis von Bürgerrechten, von Grundrechten gemacht, die es ohne den Beitrag der Kirchen wahrscheinlich so nicht gegeben hätte, die aber in ihrer heutigen Ausprägung, insbesondere seit dem entscheidenden Beitrag der Aufklärung, gegen den erbitterten Widerstand der Kirchen durchgesetzt werden mussten. Also es ist ja eine mit Abstand zu gemütliche Betrachtung von christlich geprägten Kulturen, zu denen Deutschland zweifellos gehört, zu glauben, als sei das ein geradliniger Prozess gewesen. Und als hätte sich aus dem Selbstverständnis des Christentums immer schon der Katalog der Grundrechte herleiten lassen, der heute an der Spitze unserer Verfassung steht. Im Gegenteil. Wir haben mal in Deutschland jedenfalls knapp 2000 Jahre gebraucht, bis wir so weit waren. Übersichtliche Zeitspanne. Wenn ich damit jetzt die Geschichte des Islam vergleiche und berücksichtige, dass der ein halbes Jahrtausend später erst in die Weltgeschichte eingetreten ist als das Christentum, könnte man mit einer gewissen Großzügigkeit sagen, wenn die innerhalb der nächsten 200 Jahre die Erkenntnisprozesse im eigenen Lager nachholen, die wir seit der Aufklärung hinter uns gebracht haben, dann wären die welthistorisch ein bisschen schneller gewesen als wir. Richtig ist jedenfalls, dass es einen vergleichbaren Prozess der Selbstreflexion, der kritischen Infragestellung, den sich Kontinentaleuropa und das später dann sogenannte westliche Abendland
mit der Aufklärung zugemutet hat, in der islamischen Welt in einer vergleichbaren Weise nicht gegeben hat. Und das erklärt, dass wir heute unter der gleichen Sammelüberschrift Islam, unter dem sich ja noch viel mehr unterschiedliche Gruppierungen verbinden, als unter der Sammelbezeichnung Christenheit, sowohl fundamentalistische mittelalterliche Glaubensvorstellungen wie aufgeklärte Vorstellungen des 21. Jahrhunderts haben. Also auch in der wirklichkeitsfremden Erwartung, dass es keiner weitersagt. Wenn bei allen Kirchenführern das aufgeklärte Verständnis von Grundrechten und Bürgerrechten zu beobachten wäre, das ich bei Navid Kermani immer wieder lese, einem bekennenden Muslim, wäre mir gelegentlich auch schon weitergeholfen. Aber der ist natürlich weder für die deutschen Muslime repräsentativ noch für den Islam. Wehrt sich aber zu Recht gegen die Inanspruchnahme von fundamentalistisch verstandenem Islam, weil er als selber ausgewiesener Islamforscher sagt, das ist eine bestimmte historische Entwicklung, die sich nach meiner festen Überzeugung weder aus dem Koran noch aus der Kulturtradition des Islam ergibt und die er dezidiert und entschieden ablehnt. Also insofern müssen wir da auch ein bisschen behutsamer mit dem Thema umgehen und sollten uns vor allen Dingen auch nicht reifer aufführen, als wir es historisch tatsächlich gewesen sind. Oder anders formuliert, die Nachsicht, die wir historisch für uns in Anspruch nehmen müssen, und wir Deutsche übrigens insbesondere, weil wir für alles, was es an Fortschritten in Europa gegeben hat, in der Regel nochmal 50 Jahre mehr gebraucht haben als andere unserer Nachbarn. Die Nachsicht sollte man anderen vielleicht auch entgegenbringen, was übrigens wiederum nichts mit Beliebigkeit zu tun hat. Denn klar sein muss, wer jedenfalls hier leben und schon gar hier bleiben will, der muss die Regeln für sich akzeptieren, die in dieser Gesellschaft gelten. Völlig gleichgültig, ob und welcher Religionsgemeinschaft er angehört. So. So.
Musik.